Tack, tick, tack. Ja, du möchtest in weniger Zeit mehr erreichen, dann solltest du bei diesem Video dranbleiben, denn in diesem Video, ja, werde ich dir eine ganz einfache Sache verraten, die es dir ermöglicht, in weniger Zeit einfach mehr Erfolg, mehr zu erreichen. Also, bleib dran, legen wir los. Ja, viele stellen sich die Frage, wie kann ich ja in weniger Zeit mehr erreichen. Ich stelle aber oft fest, dass bei vielen ja die Frage dahinter eigentlich die falsche ist, weil du hast bestimmt schon den Spruch gehört, wenn wir uns bessere Fragen stellen, ja, dann ja verbessert sich unser Leben. Ja, wenn wir uns andere Fragen stellen, wenn wir uns bessere Fragen stellen, können wir bessere Entscheidungen treffen. Wenn wir bessere Entscheidungen treffen können, dann ja können wir andere Ergebnisse erzielen und unser Leben dadurch verbessern. Ja, und genau das ist auch der Hintergrund. Und viele stellen sich nämlich immer die Frage, wie schaffe ich es in der Zeit, die ich zur Verfügung habe, mehr zu erreichen? Ja, wie kann ich noch mehr tun? Ja, und ganz ehrlich, es kann ja nicht das Ziel sein, immer mehr zu arbeiten. Ja, klar, wenn das natürlich, ich arbeite gerne, ich arbeite viel, ja, manchmal arbeite ich, ja. Manche sagen auch zu mir, ich würde zu viel arbeiten, wobei das gibt es in meiner Welt eigentlich nicht. Aber das Ziel ist doch, etwas dann zu tun, an dem du Spaß, an dem du Freude hast. Und jetzt kommt aber die eigentlich wichtigere Frage. Die Frage ist nicht, wie kann ich noch mehr in meinen Tag reinpacken, sondern wenn du wirklich erfolgreicher werden willst, wenn du ja mehr in deinem Leben erreichen willst, in der kürzeren Zeit, dann musst du dir die Frage stellen, ja, wie schaffe ich es, in der gleichen Zeit eine größere Wirkung zu erzielen? Ja, und ich habe vor vielen Jahren, ich habe hier immer so, ich zeige dir das mal, ich habe hier immer so ein Büchlein für mich, ja, und immer wenn ich was höre, was lese oder wenn ich irgendwo so einen Schlüsselsatz aufnehme, der so in mir was auslöst, wo ich drüber nachdenken möchte, dann schreibe ich den in mein Buch. Und ja, und vor vielen Jahren habe ich mal den Satz gehört, es ist nicht, wir werden nicht für die Leistung bezahlt, sondern wir werden für die Wirkung bezahlt. Und jetzt ist einfach die Frage, wie schaffst du es in deiner Zeit, weil wir haben alle 24 Stunden am Tag Zeit, ja, keiner hat eine Sekunde mehr oder weniger, nur der eine, der baut ein Milliardenimperium auf und der andere sitzt allein still in seinem Kämmerlein und ja, und frustet vor sich hin. Ja, so will ich es jetzt mal nennen. So, und deswegen, wir haben alle die gleiche Zeit zur Verfügung. Und die Frage, die du dir einfach stellen musst, ja, die bessere Frage ist, also die schlechte Frage ist, wie kriege ich jetzt noch mehr geschafft in der gleichen Zeit? Die bessere Frage ist, wie kann ich im gleichen Zeitraum eine höhere Wirkung erzielen? Und ich gebe dir da gerne ein Beispiel dazu. Bleib mal in meinem Bereich Network Marketing im Verkauf. Du kannst Tag für Tag, ja, Kunden besuchen, kannst, ja, kannst Verkaufsgespräche führen. Jetzt bleiben wir einfach mal bei dem Beispiel, du würdest jeden Tag ein Verkaufsgespräch führen. Du fährst zum Kunden hin, machst ein Verkaufsgespräch. Also da ist nichts Falsches dran, ja, aber mal angenommen, du fährst dahin, machst ein Verkaufsgespräch, schließt dann ab, verdienst eine Provision. So, Zeitaufwand eine Stunde. So, jetzt hast du in einer Stunde ja einen Kunden glücklich gemacht und hast dafür ja natürlich auch dann deine Bezahlung erhalten. Ja, so, alles soweit gut. Jetzt gibt es den gleichen Verkäufer oder jetzt gibt es genauso einen Verkäufer in der gleichen Branche wie du, der verkauft das gleiche Produkt wie du. Also alles ist gleich. Ja, so, und der verkauft das Produkt jetzt beispielsweise im Teleshopping, ja, der wendet genauso eine Stunde Zeit auf wie du, der erzählt haargenau das Gleiche wie du und verkauft 100, 1000, 10.000 Stück, je nachdem, was es für ein Produkt ist, in einer Stunde. Wer von den beiden hat jetzt die bessere Wirkung erzielt? Verkäufer 1, der jeden Tag immer nur einen Kunden hat, oder ja, Verkäufer 2, der in einer Stunde 1000 neue Kunden gewinnt. So, und das ist einfach die Frage, ja. Deine Qualität der Zeit, ja, ist das entscheidende Kriterium, nicht die Anzahl der Stunden, ja. Und das ist etwas, da muss man erstmal so für sich mit klarkommen, weil ich bin mit dem Glaubenssatz aufgewachsen, wenn du viel arbeitest, wenn du fleißig bist, ja, dann kommt schon alles. Mittlerweile weiß ich aber, dass es nicht darauf ankommt,
wie viel Stunden am Tag du was tust, ja, du kannst auch viele Stunden am Tag absoluten Nonsens produzieren, sondern das kommt darauf an, wie viel Wirkung du in dieser Zeit erzielst. Und das ist das, was ich einfach heute mit dir mit auf den Weg geben wollte. Und deswegen liebe ich Network Marketing so, ja. Und ich habe viele Gespräche in den letzten 13 Jahren geführt, wo ich einfach eben mal feststelle, dass genau dieser Punkt bei den Menschen nicht so wirklich berücksichtigt wird. Ja, viele kommen und sagen, ich will erfolgreich werden, und dann machen sie 1 zu 1 zu 1 zu 1 zu 1 verkaufen. Das heißt, sie addieren, 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 addieren. Da ist nichts Falsches dran. Aber wenn du wirklich richtig erfolgreich werden willst, wenn du wirklich richtig Großes erreichen willst, dann solltest du nicht über addieren, 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 addieren nachdenken, sondern du solltest darüber nachdenken, multiplizieren, 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 multiplizieren. Und das ist ja das Geheimnis jedes großen Unternehmens. Schau dir an Coca-Cola, schau dir jedes große Unternehmen in der Welt an. Da geht es einfach um Multiplikation. Ja, wie können wir weiter wachsen? Und wenn ein Unternehmen weiter wachsen will, dann muss es in der Regel was tun. In der Regel muss es mehr Leute einstellen. Und zwar an den Stellen, wo Wachstum dann eben möglich ist, sprich Verkauf, Marketing etc. Ja, okay. Also deswegen liebe ich Network Marketing so, ja, weil du hier nicht über addieren, addieren, addieren nachdenken musst, ja, sondern du kannst hier über Multiplikation, Multiplikation, Multiplikation nachdenken. Ja, okay. Das soll es jetzt für heute gewesen sein. Also die Qualität unserer Fragen bestimmt die Qualität unseres Lebens. Wir sollten mehr darüber nachdenken, wie wir die Wirkung ja in unserer Zeit erhöhen können. Ja, wir sollten darüber nachdenken, wie wir es schaffen, mehr Ergebnis zu erzielen in der gleichen Zeit, indem wir zum Beispiel andere Medien einsetzen. So, und wenn das Ganze jetzt für dich hilfreich war, ja, dann würde ich mich freuen, wenn du der Sache hier eine gute Bewertung gibst, wenn du das Ganze mit deinem Netzwerk teilst. Ja, wenn du Fragen hast, einen Kommentar, freue ich mich immer drüber, oder auch ein Feedback, immer sehr gerne gesehen, sofern es konstruktiv ist. Und ja, ansonsten wünsche ich dir maximalen Erfolg. Falls du Lust hast, mit uns zusammenzuarbeiten, die richtige Einstellung mitbringst, wenn du Lust hast zu verkaufen, wenn du Lust hast, ein Geschäft aufzubauen, wenn du wirklich ernsthaft daran interessiert bist, ja, dich persönlich auch zu verändern, weil das ist immer die Grundvoraussetzung, dass du ja durchstarten kannst. Ja, wenn du so bleibst, wie du bist, dann bleibt alles so, wie es ist, ja, und es ist einfach so. Und wenn wir andere Ergebnisse haben wollen, dann müssen wir bereit sein, andere Dinge zu tun. Und wenn du diese Einstellung mitbringst, dann findest du auch jetzt unterhalb des Videos den Link, wie du ja mit mir persönlich zusammenarbeiten kannst. Und genau, es wartet ein tolles Team auf dich, und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt maximalen Erfolg. Ich hoffe, das Ganze war für dich hilfreich. Wir sehen, hören uns im nächsten Video. Bis dahin alles Gute, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao. Thank you.